Hi Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Minimal Mittwochs Video. Heute geht's mal wieder um was leicht Außergewöhnliches. Also eigentlich ist es gar nicht so außergewöhnlich, aber alle tun immer so, als wäre es super außergewöhnlich. Oder noch lieber reden sie am liebsten gar nicht drüber, weil es ihnen einfach unangenehm ist. Wir hier machen das aber anders, okay? Wie immer. Ihr wisst, ich bin sehr für Transparenz und vor allem dafür, Labels offen und an sich selbst angepasst zu leben. Und deswegen geht's heute, an diesem wunderschönen Minimal-Mittwoch, um Konsum. Excuse me? Immer wieder und gefühlt auch immer häufiger lese ich in Nachrichten und Kommentaren, dass euch das Kaufen von Dingen super schwer fällt. Den einen ist es unangenehm vor sich selbst und anderen, die nächsten haben Angst, wieder in alte Muster zurückzufallen und wieder andere fühlen sich sogar richtig schuldig, wenn sie dann doch mal was kaufen. Und jetzt an der Stelle mal kurzer Plot-Twist, Leute. Wait for it. Here it comes. All das habe ich auch schon mal gefühlt. Und das ist gar nicht mal so lange her. Und genau deswegen will ich das Thema hier heute mit euch durchquatschen, Leute. Aktuell, so wie ich jetzt hier sitze, bin ich nämlich tatsächlich ganz zufrieden mit mir, mit meinem Besitz, mit meinem Konsumverhalten und so weiter. Und ich dachte, ich kann euch vielleicht so eine Art Zukunftsperspektive aufzeigen, die ich vor einigen Monaten auch gern gehabt hätte, die mir aber niemand gegeben hat, weil halt einfach niemand drüber spricht. Und manchmal braucht man eben einfach einen Menschen, der sagt, ey, du, ist doch alles okay, das wird schon irgendwie. Und genau das will ich heute für euch sein, indem ich hier einfach meine unpopular Opinion mit euch teile, dass man auch als Minimalistin was kaufen und sich dabei gut fühlen darf. Nein, doch. Eine Sache ist mir dabei aber mega wichtig und deswegen das gleich mal vorab. Und zwar, dass man nicht direkt in den kompletten Konsumrausch übergeht und überhaupt nicht mehr nach links und rechts guckt. Das habe ich jetzt leider auch schon öfter gesehen und das zerreißt dann auch mir mein klitzekleines Herzchen. Also Dinge anschaffen ist ja das eine, aber versucht dabei bitte trotzdem immer bewusst zu konsumieren, Kaufentscheidungen gut zu überdenken und eben so viel wie möglich Secondhand und oder bei nachhaltigeren Marken zu kaufen. Eine super Anlaufstelle ist dafür zum Beispiel Armed Angels. Die haben haufenweise coole Styles, arbeiten viel mit Naturmaterialien wie Leinen oder Baumwolle und das am liebsten auch noch bio oder recycelt. Und da, wo doch mal Poly gebraucht wird, zum Beispiel bei Sportsachen, Badesachen oder Outdoorjacken, da recyceln die das einfach, machen da tolle neue Kleidung draus und helfen damit gleichzeitig die Erde so ein klitzekleines bisschen plastikfreier zu machen. Na, das lieben wir doch, Leute. Keine Ahnung, warum das nicht alle so machen. Checky net. Ich zum Beispiel weine, weil andere dumm sind, denn das macht mich traurig. Das Shirt, was ich jetzt hier die ganze Zeit schon anhab, ist zum Beispiel von Armed Angels. Es ist ein ganz simples Basic, da ist überhaupt nicht viel dran, nicht viel drauf, was ich halt super gerne habe. Ich mag es einfach inzwischen sehr schlicht. Was ich aber auch mag, habe ich vor kurzem schon mal erzählt, wenn bei Oberteilen so eine Message drauf ist, mit der ich mich identifiziere. Natürlich hatten die mich mit diesem Accept Change sofort, Leute. Das passt natürlich super. Und mal abgesehen davon ist die Farbe ja wohl der Oberhammer oder was. Die ist besonders, aber eben trotzdem zeitlos, sodass man es auch noch in 10 Jahren anziehen kann, ohne unangenehm aufzufallen. Also nicht, dass du auch noch ein Neongelb in 10 Jahren tragen könntest, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nö. Und ich finde das super cool, dass Armed Angels darauf so achtet, dass die Farben zwar cool und besonders sind, aber eben trotzdem auch zeitlos. Denn das macht die Sachen, die man da kaufen kann, zu was, was man ewig tragen kann, was wiederum sehr nachhaltig ist. Also ich lieb's einfach. Das, was ich jetzt hier anhab, ist die Farbe Blue Ash. Aber machen wir uns nichts vor, Leute. Es ist doch ein Lila oder was? Also für mich ist es Lila. Ist ja auch egal, wie es heißt. Wichtig ist, wie es aussieht. Und aussehen tut es sehr gut. Und ich finde, es sieht auch schon ein bisschen nach Herbst aus. Oder bilde ich mir das ein? Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich erstens weiß, der Herbst steht schon vor der Tür. Und zweitens weiß ich, ich habe ein paar Hemden, die dazu super passen, die ich dann im Herbst dazu anziehen werde. Also ihr seht, Leute, ich bin schon im Herbst mit meinem Kopf. Vor 10 Minuten hat die Sonne noch geschienen und jetzt schneit's, Alter. Passend dazu liebe ich gerade diese Jeans-Shorts hier. Moment, ich steige euch mal kurz aufs Dach. Dann kann ich euch das besser zeigen. Ich habe die wie immer gekrempelt. Muss man natürlich nicht machen, dann sieht die so aus. Aber Leute, gekrempelt sieht einfach immer cooler aus. Und ich finde, das macht's von angezogen zu einem Look. Und ich finde die Farbe halt auch mega cool. Die ist echt süß. Die sitzt super, wie ihr seht. Also die schneidet null ein und sitzt hier überall rundherum einfach perfekt. Hinten sind so ein paar Nähte auf der Po-Tasche. Finde ich immer ganz gut, wenn die nicht ganz so schlicht sind, sondern so ein bisschen designt. Und ansonsten ist das halt einfach wirklich eine basic hellblaue Jeans. Und das ist eine Nailo in Größe 33. Die kommt natürlich wieder aus der Herrenabteilung, wie inzwischen fast alle meine Hosen. Who cares, Leute? Die Shorts für Mädels sind mir meistens einfach vom Schnitt her ein bisschen kurz oder teilweise auch vom Style her irgendwie so ein bisschen zu verspielt. Und wenn es euch genauso geht, Leute, guckt einfach bei den Boys rein. Das lohnt sich. Ihr seht,
Die ist einfach klasse. Ich finde die so, so schön. Ich habe ja schon die Nail, die ist so ähnlich. Und ich wollte einfach nochmal eine zweite davon, weil ich sie sonst einfach zu Tode trage. Was ja grundsätzlich ein gutes Zeichen ist. Das Ding ist nur, wenn die irgendwann mal kaputt geht, Leute, dann muss ich weinen. Ist einfach so. Und es gibt die nicht mehr. Und wenn mir schon mal was passt, gerade bei Hosen, dann habe ich die am liebsten gleich mehrfach. Und die hier kommt der Nail eben am nächsten. Und deswegen ist die jetzt hier mit in meinem Schrank. Und ich finde, so insgesamt, ne, mit dem Shirt dazu und so, das ist doch ein Look, oder was? Ja. Boah, Leute, ey, ich muss mich erstmal hinsetzen. Ne? Wie krass heiß ist das bitte? Es sind, glaube ich, 30 Grad heute und in meiner Wohnung wahrscheinlich 130. Es ist so heftig. Ich habe gerade die zwei Teile für euch angezogen und ich bin eigentlich fertig jetzt, ja? Sagte ich, der Herbst kommt, also ich bin ziemlich sicher, heute kommt er nicht. Ja, also das würde ich ausschließen. Ach, wirklich? Wenn ihr jetzt auch neugierig auf Armed Angels geworden seid oder eure Lieblingshose noch ein zweites Mal sichern wollt, so wie ich, dann guckt einfach mal im Shop vorbei. Den Link packe ich euch wie immer unten in die Infobox und natürlich auch den Rabattcode. Mit natürlich Leben 15 spart ihr 15% bei eurer Bestellung. Und wenn ihr schon auf der Webseite seid, kleiner Service-Hinweis, auch wenn der Code dafür nicht gilt, auf der Webseite gibt es auch einen Second-Hand-Bereich. Und richtig cool, Anleitungen, wie ihr selbst eure kaputten Lieblingsteile wieder reparieren könnt. Oder für die weniger Talentierten und Geduldigen unter uns gibt es auch die Möglichkeit, Änderungen und Reparaturen zu buchen. Dann schickt man das einfach hin und die schicken es einem ganz zurück. Wie cool ist das bitte? Also die erzählen echt nicht nur was von Nachhaltigkeit, die leben das auch. Und ich finde, das merkt man auch direkt, wenn man auf die Seite geht. Aber jetzt nicht direkt losrennen, ne? Auch wenn es verlockend ist. Wir haben hier noch was zu klären, Leute. Wir waren beim Thema Konsum und Minimalismus. Das, was ich am häufigsten gehört und gelesen habe, ist, dass Leute Angst haben, doch irgendwie nicht so richtig minimalistisch zu sein. Und der Gedanke ist tatsächlich bei mir auch mal kurz aufgeploppt. Aber wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe mich gefragt, was denn Minimalismus überhaupt ist und was eine Minimalistin eigentlich ausmacht. Und da ist der Groschen dann auch ziemlich schnell gefallen. Beim Minimalismus geht es um bewussteres Leben, darum zu reflektieren und eben zu analysieren, was man wirklich braucht und was einen glücklich macht. Das heißt doch nicht, dass man nichts kaufen darf. Manchmal, vielleicht sogar im Gegenteil, Leute. Ich habe hier mal ein wirklich übles Beispiel aus meinem Kleiderschrank mitgebracht. Das darf man eigentlich niemandem zeigen, so peinlich ist das, aber ja. Der Zweck heiligt die Mittel, ich zeige euch das einfach für Forschungszwecke oder sowas. Guckt euch mal dieses Langarm-Shirt hier an. Das habe ich bestimmt schon 10 Jahre. Ich trage die Dinger an kühleren Tagen, also einfach so zum Schlafen oder eben auch zum Drunterziehen unter einem Hemd und lasse es dann offen. Oder wenn es richtig kalt ist, auch als langes Unterhemd. Und ich habe das echt rauf und runter getragen. Ich habe da auch mehrere von. Einige habe ich schon entsorgt, weil es so, so schlimm war. Das ist ja schon schlimm, aber es geht noch schlimmer. Naja, okay, so sieht es jedenfalls inzwischen aus. Also wenn ihr euch das mal anguckt, der Ausschnitt ist inzwischen total ausgeleiert. Das Material ist komplett zerbeult. Hinten ist es schon durchsichtig, also man kann hier einfach durchgucken durch die Rückseite teilweise. Dann kommen überall diese hässlichen Elastanfäden raus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also sowohl vorne als auch hinten. Also man kann es nicht mehr in schön anziehen. Und auch die Ärmel sehen aus wie angefressen. Ich habe da auch schon einige Nähte repariert. Also sind wir mal ehrlich, Leute. Unterm Strich muss man sagen, das Ding, das ist hinüber. Ja? Und trotzdem habe ich es noch im Schrank hängen. Denn ich sag mir immer, na ja, wenn du alleine bist zum Schlafen, dann geht das schon noch. Und trotzdem habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich sage euch das, ich habe mich so gefreut, mir jetzt einfach mal ein richtiges, schönes, neues Langarm-Shirt als Ersatz zu gönnen. Und das klingt vielleicht bescheuert, aber es macht mich wahnsinnig glücklich, einfach weil ich mir damit mal gezeigt habe, dass ich es mir selbst auch einfach wert bin, ein paar schöne Sachen im Schrank zu haben und nicht nur den alten Schrömmel hier aufzutragen, was ich ja durchaus auch mache, aber irgendwo ist auch mal gut, ja. Und ich liebe das Teil und ich werde es tragen, bis es in 10 Jahren wahrscheinlich genauso aussieht wie mein altes hier. Hoffentlich nicht. Und das, ihr Lieben, genau das ist der Inbegriff von Minimalismus und nicht nichts kaufen. Und auch das Shirt ist natürlich von Armed Angels. Es ist ein ganz einfaches schwarzes Basic ohne alles. Liebe ich total, weil man das immer gebrauchen und zu allem anziehen kann. Und bei dem, finde ich, merkt man richtig, dass das Biobaumwolle ist, weil das so flauschig ist.
dass man sich eigentlich die ganze Zeit selbst streicheln mag. Aber ist ja nicht schlimm, Leute. Was ich auch richtig cool finde, ist die Länge, sowohl bei den Ärmeln als auch insgesamt. Wenn ich eins nicht leiden kann, ist, wenn mir was zu kurz ist, Leute. Ich bin schon nur 1,70. Ich frage mich, was machen die alle, dass das immer alles so kurz ist? Ich liebe das, wenn man mir einfach ein bisschen Stoff gibt, damit ich mich einkuscheln kann. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch genauso geht. Eine große Sorge, die ich auch mega nachempfinden kann, ist die Angst, in alte Muster zurückzufallen. Viele MinimalistInnen kommen ja von viel zu viel Konsum und einige sogar von der Kaufsucht. Und dann wird man minimalistisch und eskaliert erstmal komplett in die andere Richtung. Und na klar, hat man dann so ein kleines Zwicken im Bauch, wenn man dann doch mal wieder was kaufen muss. Mist. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeit auch verhältnismäßig viel gekauft und euch auch so ein bisschen dabei mitgenommen. Also ich bin wirklich gerade total in diesem Gefühl drin und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich ja eben auch von sehr viel Konsum und sehr viel Besitz komme und dann minimalistisch geworden bin. Und mir persönlich hat es total geholfen zu reflektieren, warum genau ich jetzt eigentlich was kaufe. Und da gibt's bei mir eigentlich gerade so zwei Hauptgründe. Zum einen sind ein paar neue Hobbys aufgeploppt, für die ich so das ein oder andere brauchte oder eben auch haben wollte. Und dann ist es halt auch einfach so, dass ich in den Monaten und Jahren davor so gut wie gar keine Kleidung gekauft habe. Und das, was ich jetzt seit Jahren abtrage, hat einfach mal so langsam seinen Lebensabend erreicht. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Und so langsam wurde die tägliche Suche nach einem Outfit, mit dem man sich noch vor die Tür trauen kann, echt zu einer Herausforderung. Und das sind dann durchaus auch gute Gründe, doch mal was zu kaufen. Das hat dann aber was mit Bedarf zu tun und vielleicht noch ein klitzekleines bisschen mit Bedürfnissen. Aber sicher, wirklich ganz, ganz sicher nicht mit Luxus oder übermäßigem Konsum oder gar Kaufsucht. Das muss man schon ganz klar differenzieren. Und ja, das ist mir auch nicht direkt so leicht gefallen. Als ich gemerkt habe, wie viel ich gerade einkaufe, war das extrem komisch für mich. Wirklich extrem komisch, weil ich auch total raus war aus der Sache. Es war so ungewohnt für mich. Ich habe zwar früher ständig so gelebt, aber das kenne ich ja überhaupt nicht mehr. Das ist ja Jahre her. Und da musste ich mich schon erstmal kurz neu sortieren und ein bisschen einordnen. Was ist da jetzt eigentlich los gerade? Inzwischen habe ich gecheckt, okay, ich brauche da gerade mal ein paar Dinge und das hat sich halt so aufgestaut in der letzten Zeit. Aber bis dahin war es auch bei mir, naja, eine kleine Pflasterstraße. Ich würde euch also auf jeden Fall empfehlen, mal kurz zu brainstormen, warum ihr dies und das jetzt einfach gerade kaufen wollt. Vielleicht gibt es ja doch ganz gute Gründe. Und wenn ihr wirklich unsicher in eurem Konsumverhalten seid, dann macht euch doch vielleicht einfach mal so eine Art Wunschliste, auf der ihr die Sachen erstmal kurz sammelt, die ihr kaufen wollt, statt alles einfach direkt zu kaufen. Oder ihr legt ein Budget fest, was ihr für die jeweiligen Dinge oder einen bestimmten Bereich oder den Monat ausgeben wollt maximal. So bekommt man einfach wieder das Gefühl, das alles ein bisschen im Griff und unter Kontrolle zu haben. Und das beruhigt wirklich ungemein. Also bei mir war es zumindest echt dieses, was passiert jetzt hier eigentlich gerade, was mich so nervös gemacht hat. Und wenn man das erstmal geklärt und eingeordnet hat, dann lebt sie schon deutlich entspannter. Und das ist total wichtig, denn einer der größten Minimalismusfehler ist meiner Meinung nach, sich Dinge zu verbieten. Muss ich das schon wieder erklären? Immer mehr Leute kennen den Minimalismus dem Rücken zu, leider auch auf YouTube. Und bei vielen liegt es eben wirklich daran, wie sie Minimalismus für sich auslegen und wie dogmatisch sie das Ganze einfach angehen. Stellt euch mal vor, Minimalismus wäre wie so eine Diät. Man kann zwar von heute auf morgen plötzlich nur noch Salat essen, aber das werden halt die wenigsten auf Dauer durchhalten. Und dann gibt man auf und macht alles so wie vorher. Yay, gewonnen haben wir da überhaupt nichts. Eher im Gegenteil. Viel, viel cleverer ist es doch, sich nach und nach umzustellen, sich nichts komplett zu verbieten und auch mal hier und da Ausnahmen zuzulassen. So bleibt man dauerhaft dabei und erzielt langfristige, gesunde Ergebnisse. Und genau so ist es auch beim Minimalismus. Nicht radikal von 100 auf 0, überhaupt nicht. Lieber nach und nach ein bisschen runterschrauben und auch Platz für Entfaltung und Fehler lassen. So wird und bleibt man langfristig minimalistisch. Ich glaube, diese ganzen Verbote, die führen am Ende nie zu was. Erinnert euch nochmal an den Anfang. Da habe ich gesagt, beim Minimalismus geht es vor allem darum, was einen glücklich macht. Okay. Und ich möchte jetzt wirklich mal ganz arg anzweifeln, dass es irgendjemanden glücklich macht, die tolle Vase, in die man sich auf dem Flohmarkt verguckt hat, da einfach stehen zu lassen. Herrje, dann ist es halt eine Vase. Dann nimm sie halt mit, wenn sie dir so gut gefällt. Ich finde es so schade, wenn wir uns mit Dogmatismus den Spaß am Leben so versalzen. Und die Welt wird definitiv nicht untergehen, wenn man einen Teil mehr im Schrank hat.
nimm die Vase einfach mit. Swiper, nicht klauen! Generell kann ich mich im Moment einfach überhaupt nicht so gut damit identifizieren, dass viele MinimalistInnen unbedingt immer nur so wenig wie irgendwie möglich besitzen wollen und unbedingt alles loswerden möchten, was keinen tieferen Sinn hat. Ja, Leute, weniger ist mehr. Und ja, ich finde es auch cool, Raum zu gewinnen und meinen Besitz zu reduzieren. Aber muss es wirklich immer um jeden Preis sein? Hauptsache, man hat wieder irgendwas rausgeschmissen und besitzt auch wirklich nicht ein einziges Teil, was man nicht irgendwie vor irgendjemandem rechtfertigen kann? Ich weiß nicht, Leute. Das fühle ich irgendwie nicht. Ich finde halt schon, dass man sich selbst im eigenen Leben ein bisschen mehr Raum zugestehen darf. Ich besitze einige Dinge tatsächlich, die ich selten oder vielleicht sogar nie benutze. Aber ich behalte die irgendwie trotzdem, aus verschiedensten Gründen. Und genauso gibt es auch verschiedenste Gründe, Dinge zu kaufen. Selbst wenn es auch mal nicht unbedingt gebraucht und genutzt wird. Das heißt doch nicht, dass man diese Sache nicht trotzdem lieben kann. Also warum soll es nicht minimalistisch sein? Weiß ich nicht. So Leute, jetzt habe ich wieder eine ganze Menge rumphilosophiert und meine ungefähr 1000 unpopular Opinions mit euch geteilt. Jetzt will ich aber mal von euch wissen, sind die echt so unpopular? Oder seht ihr vielleicht das ein oder andere ähnlich? Und wie sieht eigentlich euer aktuelles Kaufverhalten aus? Kauft ihr eher wenig oder viel oder vielleicht sogar gar nicht? Und wie fühlt sich Kaufen für euch eigentlich an? Teilt das mal alles in den Kommentaren und lasst uns da gerne noch ein bisschen weiter schnacken. Ich finde, das ist so ein Thema, wo es mal wieder nicht den einen goldenen Weg gibt, der für alle funktioniert. Und da macht Austausch doch immer besonders Spaß. Aber Leute, natürlich respektvoll, ne? Wir beißen uns nicht. Mist. Und dann war's das für heute auch schon wieder. Guckt gerne bei Armed Angels vorbei und verschafft euch da einen kleinen Überblick. Vielleicht nicht mal, um was zu kaufen, aber damit ihr einfach mal wisst, was die da überhaupt so machen. Es ist wirklich eine coole Brand und das kann man ja auch immer schön empfehlen, wenn jemand anderes eine Marke sucht, bei der man mit gutem Gewissen einkaufen kann. Ich habe euch jetzt einfach mal die Empfehlung gegeben und ihr gebt die Info einfach weiter, okay? Haben wir am Ende alle was von. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier zum nächsten Video hoffentlich wieder. Macht's gut, seid nicht so streng, sowohl mit euch als auch mit anderen und gönnt euch ab und zu mal was, ohne schlechtes Gewissen und selbst wenn es die Vase vom Flohmarkt ist. Bis dann!